Pfingsten, Teil 6 der Ostergeschichte. Jesus verbrachte noch einige Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern, nachdem er vom Tod zurückgekommen war. Eines Tages versammelte er sie alle auf einem Hügel. Es war für ihn die Zeit gekommen, die Erde zu verlassen. So gab er seinen Jüngern diese Worte mit auf den Weg: Mir ist alle Macht und Autorität auf der ganzen Welt und auch im Himmel gegeben. Deswegen schicke ich euch zu allen Nationen. Ihr sollt auch sie zu meinen Jüngern machen. Tauft sie als Zeichen, dass sie zu mir gehören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich immer bei euch sein werde, egal wo ihr seid und bis die Welt zu Ende geht. Danach wurde er vom Nebel umhüllt und verschwand. 40 Tage später waren die Jünger zusammen in einem Raum. Sie versteckten sich dort und beteten. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollten. Jemand, der ihn auf der Erde vertritt. Als sie gerade am Beten waren, kam plötzlich etwas in den Raum, was aussah wie Feuerflammen. Diese Flammen setzten sich auf ihre Köpfe. Sofort wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in allen möglichen Sprachen zu sprechen. Sie gingen auf die Straße und erzählten allen möglichen Leuten mutig von Jesus. An diesem Tag schlossen sich über 3000 Menschen den Jüngern von Jesus an.